Rahmen des Kulturherbsts gastierte in diesem Jahr der deutsche Schlagersänger Matthias Reim mit seiner Band am 11. Oktober in St. Anton. Matthias Reim ist ein deutschsprachiger Sänger und es war bisher seit im 9. Jahr immer unser Wunsch, dass wir einen deutschsprachigen Sänger haben. Wir haben Österreicher gehabt, wir haben Deutsche gehabt und darum der Matthias Reim, er war frei. Er ist bekannt, das sieht man am Zuschauerinteresse und wir freuen uns heute auf einen tollen Abend. Der Kulturherbst wird von der Gemeinde und dem Tourismusverband organisiert. Das ist eine Idee, die jetzt mittlerweile 10 Jahre alt ist. Es war eigentlich die Idee dabei, dass man eigentlich für die Einheimischen oder für den regionalen Kreis einmal etwas machen soll, außerhalb der Saisonzeiten. Und so hat man sich dort einmal zusammengesetzt und hat gesagt, ja, eigentlich war so ein Kulturherbst was Gutes und so ist das entstanden. Ja, wir sind ja alle Touristiker. Und wir machen sehr, sehr viel für unsere Gäste während des ganzen Jahres. Viele Veranstaltungen, die natürlich auch jetzt noch willkommen sind. Aber es ist ganz wichtig, gerade Gemeinde und Tourismusverband zusammen, in einer Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird, einmal etwas für die Einheimischen zu machen, die dann auch vielleicht mit den Gästen zusammen daherkommen. Und wir sehen jetzt nicht unbedingt einen touristischen Hintergrund, sondern eher einen gemeinschaftlichen. Der Kulturherbst ging heuer zum 9. Mal über die Bühne. Es werden bereits Ideen für die Jubiläumsauflage gesammelt. Ja, nächstes Jahr sind wir 10 Jahre alt. Die Idee, wie der Bürgermeister gesagt hat, ist entstanden vor 10 Jahren. Heute ist das 9. Mal. Und nächstes Jahr soll es nochmal etwas ganz Besonderes geben. Es sind ein paar Künstler im Raum und es sollte etwas ganz Spezielles sein, dass man das Jubiläum gut feiern kann. Im 2,5-stündigen Matthias Reim-Konzert wurde ein bunter Mix geboten. Na, was sollen Sie hören? Mich gibt es seit knapp 30 Jahren. Und also gibt es 30 Jahre Hits. Es gibt natürlich die ganz Großen. Selbstverständlich, es würde nie ein Matthias Reim-Konzert ohne Ich habe geträumt von dir und verdammt, ich lieb dich geben, so logisch. Und dann einfach wirklich eine Zeitreise durch 20 Alben. Der deutsche Schlagersänger war aber am 11. Oktober nicht das erste Mal in St. Anton. Ich war hier schon einmal vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Und ich war ja auch Skilaufen, aber ich bin kein besonders guter Skiläufer. Also ich bin immer auf keinen Fall diese schwarzen Pisten, das habe ich nie hingekriegt. Da bin ich nur seitwärts abgerutscht, wenn man das genannt hat. Aber ich bin lange nicht mehr Ski gelaufen. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht mehr. Neben dem Matthias Reim-Konzert stehen noch weitere Highlights an. Es gibt natürlich ein Riesenprogramm im Kulturherbst. Es hat angefangen mit einem Kabarett. Da war ein klassisches Konzert. Jetzt ist der Matthias Reim. Und dann gibt es im November noch das Herbsttheater. Und es gibt noch eine Theateraufführung im Ferienpark. Und so rundet das den Kulturherbst 2019 ab. Auch der Terminkalender von Matthias Reim für 2020 ist prall gefüllt. Jetzt geht's weiter. Jetzt folgen noch in Deutschland ein paar von diesen großen Schlagernächten. Dann wird mein Album veröffentlicht. Dann mache ich diese großen Silbereisen-Shows im Fernsehen. Und dann geht es zwischen den Jahren nochmal auf Tournee. Das sind nochmal diese berühmten Weihnachtskonzerte. Anschließend gehe ich für 2 Monate auf Tournee mit dem Florian Silbereisen. Und dann kommt die große Sommer-Open-Air-Live-Konzerttour. Also ich habe, glaube ich, nächstes Jahr rund 70 Mal auf der Bühne.